Grüße euch. Nochmal ein gutes neues Jahr wünsche ich euch. Wir haben hier auch die neunte Rauhnacht. Das Kommentar bzw. der Text vom Zauber der Rauhnächte kommentiere ich euch am Schluss. Ich habe hier die, hauptsächlich die Tarotkarten gewählt. Das Drachen-Tarot ist jetzt für die allgemeine Situation. Berufliche Da Vinci, dann ist Rider Waite, die Engelkarten und eine Amorsbotschaft. Fangen wir mit der Affirmation der Krafttierkarten an. Ich lerne durch Versuch und Irrtum. Also, man lernt aus seinen Fehlern, ne? Ich öffne mich für die wohlgesinnte, lichtvolle Botschaft, die mir jetzt von der geistigen Welt zur Verfügung gestellt wird. Hier im Allgemeinen haben wir die sieben Schwerter. Diese Karte ist somit eine Mahnung, bei der Lösung eines Problems nicht nur die Vergangenheit zu beachten, sondern auch die Zukunft mit in Betracht zu ziehen, damit der Plan, den man sich sorgfältig zurechtgelegt hat, nicht noch in letzter Minute vereitelt wird. Sie macht allerdings auch Mut, schwere Probleme anzupacken. Denn der Mann auf der Karte beweist, dass man auch als Einzelner gegen viele Gegner, wie auf der Karte durch das ganze Lager angedeutet, siegen kann, wenn man es nur richtig anpackt. Gut, das ist jetzt die Darstellung von Rider-Waite-Karte. Hier sieht es eher als Niederlage aus, aber okay, der Drachen hat hier wohl mehr gewonnen. Kommt drauf an, in welcher Position man sich hier auch sieht. Er hat offensichtlich die Gruppe von Menschen, denen die Schwerter eigentlich gehören, als Einzelkämpfer besiegt. An Mut fehlt es ihm also nicht. Jetzt muss nur noch der Blick in die Zukunft gemacht werden, um die Folge dieser Handlung auch abschätzen zu können. Im Endeffekt ist diese Person ja auch sehr mutig, ja. Wahrscheinlich wollte er hier den Siegfried nachmachen und den Drachen töten. Und hier scheint der Drache gesiegt zu haben über alle Gegner. Und er liegt am Boden, aber er ist ja noch am Leben, ne? So ist es ja nicht. Er kann auch von dannen gehen. In dem anderen Lager könnte man die Karten auch so deuten, dass er hier die Schwerter gestohlen hat. Und im Hintergrund ziehen andere von dannen. Der Tarotkarte, in der Drachenkarte ist jetzt eher die Nacht angedeutet und hier im Rider-Waite den Tag. Kommen wir zur beruflichen. Hier haben wir die zwei Stäbe. Auch so vorausschauend. Die Botschaft dieser Karte geht in etwa in die Richtung, dass jeder sich auf seine gute Einfälle verlassen sollte, um seine Ziele durchzusetzen. Man kann alles erreichen, wenn man es nur wirklich will. Auf diese Weise kann man auch zu sehr viel Macht gelangen. Wer die Macht auf diesem Wege erlangt, wird sie zudem besonnen einsetzen und nicht missbrauchen. Hört sich mal gut an. Und der König der Kelche. Die divinatorische Bedeutung der Karte sieht hier allerdings nicht nur einen Menschen vor, der selbst kreativ ist, sondern auch jemand, der Künste großzügig fördert.
Wenn diese Karte auftaucht, handelt es sich bei dem Fragesteller in der Tat meist um einen Menschen, der sich intensiv mit Kunst beschäftigt und diese wohl auch zu fördern bereit ist. Dies ist jedoch nicht die einzige Bedeutung der Karte. Gleichzeitig spricht man in Verbindung mit dieser Karte auch von Menschen, die sehr diplomatisch sind und daher gerne dann hinzugezogen werden, wenn es schwierige Verhandlungen zu führen gilt. Diese Menschen sind dann zwar sehr hilfsbereit, aber selbst von ihren Auftraggebern lassen sie sich nur selten in die Karten schauen. Sie erledigen ihre Arbeit gut und gewissenhaft, aber sie lassen niemand an sich heran. Geschäft ist, für sie Geschäft. Okay, und im Herzensangelegenheiten haben wir hier die fünf Schwerter. Hier haben wir die Rider-Waite-Tarotkarte. Hier geht es wirklich auch darum, in welcher Position man sich hier auch befindet, in dem der verloren hat oder dem Sieger, ne? Diese Karte zeigt die Szene nach dem Kampf zwischen drei Männern. Einer von ihnen hat die beiden anderen besiegt. Der Sieger ist ganz vorne auf der Karte groß abgebildet. Er hält drei Schwerter in der Hand und schaut mit einem triumphierenden Blick auf die beiden Besiegten zurück. Diese haben sich abgewendet und versuchen, mit ihrer Niederlage fertig zu werden. Einer der beiden tut dies, indem er regungslos in die Ferne schaut. Der andere vergräbt sein Gesicht in seinen Händen und beugt sich vorne über. Beide sind von ihrer Niederlage schwer getroffen. Auch das Wetter ist nicht freundlich. Die Wolken sehen so aus wie bei dem Ritter der Schwerter. Ein Sturm ist also offenbar voll im Gange. Diese Karte bedeutet, dass man sich darauf gefasst machen muss, auf einen Widersacher zu treffen. Wenn man sich mit ihm anlegt, wird man den Kampf aller Wahrscheinlichkeit nach verlieren und an dieser Niederlage noch lange zu kauen haben. Die Sache wird noch dadurch verschlimmert, dass man durch seine Niederlage zum Gespött seiner Umgebung wird. Jetzt, wo es zu spät ist, weiß natürlich jeder, dass der Kampf von Anfang an aussichtslos war. Vorher haben sich alle vornehm zurückgehalten. Die Niederlage lässt sich jetzt jedoch nicht mehr rückgängig machen. Man muss sie wohl oder übel akzeptieren. Ich hatte sie allerdings auf dem Kopf gezogen, deswegen würde ich die umgekehrte Bedeutung gerne hinzufügen. Wenn diese Karte auf dem Kopf steht, handelt es sich nicht um einen fairen Kampf. Der Gegner hat den Sieg aller Wahrscheinlichkeit nach mit unsauberen Mitteln errungen. Und man kann es ihm nicht nachweisen. Selbst dann, wenn der Kampf fair gelaufen ist, dauert es sehr lange, bis man die Niederlage überwunden hat. Man will sich die eigene Schwäche einfach nicht eingestehen. Aus diesem Grund kann man die Niederlage natürlich auch nicht akzeptieren und kann nichts daraus lernen. Puh. Okay, komm. Hier haben wir zwei Engel. Und kommt ja aber auch wieder darauf an, ob du hier jetzt im Allgemeinen oder auch hier in beziehungstechnisch in dieser abwartenden Position bist, ne? In welcher Position? Im Sieger oder als Verlierer? Hier haben wir auf jeden Fall die Engel und das ist jetzt sehr interessant, was die uns hier mitunter auch sagen möchten. Rabar, die Schicksalsprüfung. Sie stehen vor einer großen, unausweichlichen Aufgabe, einer Prüfung, die Sie bis aufs Äußerste fordert. Was jetzt auf Sie zukommt, ist so wichtig, dass alles, was Sie daran hindern würde, Menschen oder Umstände, weichen muss. Andernfalls werden Sie von der Wucht der Ereignisse überrollt. Sie sind aufgerufen, Ihre wahre Größe zu entfalten. Übernehmen Sie Verantwortung und hüten Sie sich vor dem scheinbar bequemeren Weg.
Was jetzt auf sie zukommt, ist das Nadelöhr, durch das sie für ihre Weiterentwicklung gehen müssen. Mit Intuition, Fantasie, Offenheit und Disziplin werden sie allen Anforderungen gerecht und sie wirken, auch wenn sie die Zusammenhänge noch nicht erkennen, an einer höheren Aufgabe zum Wohle aller mit. Mögliche Gefahr, Dinge zu bekämpfen, gegen die sie keine Chance haben. Rabar fordert und stärkt sie zugleich. Er hilft ihnen, Wachstum und Veränderungen anzunehmen, Probleme zu lösen und in Chancen umzuwandeln. Tageskarte, reden Sie nicht um den heißen Brei herum. Schwimmen Sie nicht stur gegen den Strom. Und dann haben wir noch Regulus, also vielleicht auch zu Silvester ein bisschen viel getrunken und jetzt hier am Montag doch noch einen dicken Kopf, ne, und dann zur Arbeit, man brummelt vielleicht noch so ein bisschen rum und man sollte hier vielleicht auch zu Silvester ein bisschen kürzer treten. Dann haben wir Regulus, die glückliche Zukunft. Glückwunsch! Mit der Engelkarte Regulus entwickelt sich alle ihre Vorhaben extrem erfolgreich, wenn sie den Erfolg auch nicht gleich sehen. Sie können schon in naher Zukunft mit ihm rechnen. Regulus zeigt an, dass sie in ihrem Bemühen unterstützt und gefördert werden, jede Menge Überraschungen und glückliche Wendungen erfahren. Nutzen Sie all die großartigen Möglichkeiten, die Ihnen jetzt geboten werden. Dann erleben Sie nicht nur äußeres Glück, sondern auch geistige Erneuerung. Was immer Sie jetzt in Angriff nehmen, beflügelt Ihre Seele und schärft Ihr Bewusstsein. Sie haben allen Grund zur Freude. Wundervolle Dinge kommen auf Sie zu. Gewinnen in der Liebe oder im Beruf. Können Sie das Große losziehen? Alles, worauf Sie jetzt setzen, wird eine Bereicherung für Sie, ideell wie materiell. Tageskarte, Erfolg. Sie liegen richtig, absolut richtig. Setzen Sie alles auf eine Karte. Nehmen Sie ein Angebot freudig an. Ja, super. Auch hier für den Mut, ne? Auch etwas zu riskieren und mutig voranzuschreiten. Die anderen haben vielleicht relaxed, ja, oder andere mussten hier jetzt in den Frühdienst und alle, die hier fleißig Finger angenäht haben oder andere Körperteile, weil die Kracher losgingen und nicht 300 Gramm Schwarzpulver drin sind, sondern mittlerweile 500 Gramm. Wenn ich jetzt auch überlege, hier ging das Dach in Flammen auf, weil jemand dachte, oh, wir lagern hier einfach mal besonders viele Kracher, ja. Macht mich so ein bisschen nachdenklich, was wollen die da eigentlich damit, ne? Oder das Jahr zuvor, wo hier so besonders gewarnt wurde vor Krachern, aus dem Osten und ich hoffe, dass wir hier auf jeden Fall ein friedliches neues Jahr beginnen konnten. Und die Amors Botschaft. Auch wenn ihr räumlich getrennt sein mögt, eure Seelen sind stets vereint. Die Liebe überwindet Raum und Zeit. Ihr werdet euch nicht vermissen. Okay, für alle, die sich jetzt hier nicht für die raue Nacht interessieren, wünsche ich auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Es ist die 9. Rauhnacht und es steht für den kommenden September. Nun beginnt tatsächlich für viele der Alltag. Das heißt, wenn sie wieder zur Arbeit oder anderweitig ins Getümmel gehen,
Noch sind wir mitten in den Rauhnächten. Und vielleicht haben sie es sich inzwischen schon angewöhnt, immer auch mal innezuhalten, ruhig zu werden, zu schauen, was war und was werden könnte. Das verbindet diesen Tag sehr schön mit dem September, in dem der Sommer allmählich zur Neige geht und wir nach den vielen Aktivitäten draußen eingeladen sind, diesen Übergang wahrzunehmen und zu erspüren. Wer sind wir gerade? Wer wollen wir sein? Intuition. Gefühle und Seele, der Blick nach innen. Wie oft und wie intensiv höre ich meiner inneren Stimme zu? Wie nehme ich sie wahr? Wage ich es, meinem Bauchgefühl zu trauen? Was würde mir helfen, mehr nach innen zu gehen? Einen wunderschönen 2. Januar 2017. Tschüss.